als Wärme-, Kälte-, Brandschutz- und Schallschutzisoliertechniker kümmere ich mich um alle Isolierungen an Rohren und Behälter. In unserem Team verarbeiten wir Dämm-, Dichtungs- und Füllmasse für Objekte in der Haustechnik und bei Industrieanlagen. Da sind wir jetzt bei einem Kunden im Heizraum. Wir haben das meiste schon isoliert und auch freie Stühle haben wir noch und die machen wir heute noch. Da sind wir jetzt im Dämmstofflager, wo wir alle Materialien gelagert haben. Da sehen wir zum Beispiel die Arbeitswolle für Hochtemperaturen. Das ist unser Kautschuk für die Kältedämmung. Da sind wir jetzt im Blechlager, wo wir die verschiedensten Bleche gelagert haben. Da haben wir zum Beispiel ein Alublech, da haben wir das Niroblech, da oben sind die verzinkten Bleche und da sehen wir jetzt meinen Kollegen, der was am Behälter isoliert und den helfen wir. Nachdem wir beim Kunden das vermessen haben, werden da herinnen die Pläne gezeichnet. Und wenn die Pläne dann gezeichnet worden sind, werden sie in der Maschine zugeschnitten. Da sehen wir dann die Teile, die was rauskommen. Da wird es gesickt. Da wird gerundet. Und dann werden die Teile dort zusammengebaut. Wir arbeiten mit beschichteten und unbeschichteten Blechen und bei Bedarf auch mit Kunststoffen und anderen Materialien. Als Wärme-, Kälte-, Schall- und Brandschutztechniker trage ich eine hohe Verantwortung. Genaues, präzises Arbeiten und ein fundiertes Fachwissen kennzeichnen meine Arbeit. Es ist ein spannender, abwechslungsreicher, aber fordernder Beruf, der mich vorantreibt und mir Riesenspaß macht. Wir Wärme-, Kälte-, Brandschutz- und Schallschutz-Isoliertechniker haben es echt drauf.